My English is not the yellow from the egg. Dieser Satz ist zwar unter uns Deutschen lustig, bei einem Jobinterview jedoch weniger angebracht. In diesem Video erfährst du, worauf es bei einem Vorstellungsgespräch ankommt, welches teilweise oder sogar ganz auf Englisch abgehalten wird. Wann kann ein Bewerbungsgespräch auf Englisch auf dich zukommen? Zum Beispiel, wenn du dich für eine Stelle im Ausland bewirbst, wenn du dich bei einer Tochter eines internationalen Unternehmens bewirbst, bei der Bewerbung bei einem international tätigen Unternehmen oder auch wenn du dich für ein Gap Year bewirbst oder ein FSJ im Ausland. Aber auch, falls sehr gute Englischkenntnisse in der Jobbeschreibung ausgewiesen sind oder falls die Ausschreibung sowie die anschließende Kommunikation bereits auf Englisch stattfindet. Tipp: Achte bei der Recherche auf eine mögliche Internationalität des Unternehmens. Je internationaler ein Arbeitgeber aufgestellt ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass dein Vorstellungsgespräch ganz oder teilweise auf Englisch abgehalten wird. Ganz egal, ob bereits am Anfang feststeht, dass das Vorstellungsgespräch komplett auf Englisch stattfindet oder ob es spontan zu einem Sprachwechsel kommt, eine gute Vorbereitung ist das A und O. Diese kann wie folgt aussehen. Sei ehrlich zu dir selbst. Schätze deine Englischkenntnisse bereits vor dem Termin ein, hol dir dazu Feedback von zum Beispiel einem Muttersprachler oder deinem Englischlehrer. Gib dein Englischsprachniveau wahrheitsgemäß in deiner Bewerbung an. Zu den gängigen Sprachniveaus gehören Grundkenntnisse, gute Kenntnisse, fließend bzw. sehr gute Kenntnisse, verhandlungssicher und das letzte Muttersprachler, wobei für Muttersprachler dieses Video vermutlich eher überflüssig ist. Zur besseren Übung kannst du deine Bewerbung mal ins Englische übersetzen. So lernst du bereits wichtige Vokabeln zu deinen Stationen. Hole die Informationen zum Unternehmen ein. Tipp: Mach das bereits auf Englisch, indem du dir die Webseite auf Englisch statt auf Deutsch anzeigen lässt. Lies Branchen-News auf Englisch, sodass du dich mit den gängigen Vokabeln aus der Branche vertraut machst. Übung macht den Meister. Bringe Sprachübungen auch in deinem Alltag unter. Kommen wir zum letzten Tipp, trainiere mehrfach den Wechsel zwischen Deutsch und Englisch. Nun, wie sieht der Ablauf eines Vorstellungsgesprächs auf Englisch eigentlich aus? Der Ablauf gleicht dem eines deutschsprachigen Vorstellungsgesprächs. Es geht also los mit der Begrüßung und Smalltalk, weiter mit der Präsentation des Unternehmens, es folgt eine Selbstpräsentation, anschließend werden noch Fragen an dich gestellt und natürlich solltest du auch noch Fragen an das Unternehmen stellen. Zum letzten Punkt steht dann natürlich die Verabschiedung. Dabei solltest du dich vor allem auf Fragen zu deinem Werdegang, deiner Motivation, deinen beruflichen Zielen, deinen Stärken und deinen Schwächen vorbereiten. Formuliere deine Antworten aus und verinnerliche sie, sodass du am Tag der Vorstellung nicht ins Straucheln gerätst. Hier ein Beispiel. Can you name a weakness of yours? Yeah, I think especially in environments where I do not know anyone, I tend to feel a bit shy. Weitere typische Fragen, auf die du dich einstellen solltest, könnten sein: Please tell us about your career so far. What made you apply for this position at our company? What would you consider to be your main strengths? What relevant knowledge and skills have you acquired during your previous work life? Which tasks are you responsible for in your current position? Why are you the right person to do the job? Bereite auch selbst Fragen vor, wie beispielsweise diese. What does the team currently look like? What are the biggest challenges for the company at the moment? How are you planning on facing those challenges? Kommen wir zu ein paar Beispielen. Why are you interested in this job? Yeah, during my studies, I focused on personal development. And I always found this area very exciting. And I think this job advertisement gives me the opportunity to deepen my previous knowledge here. What can you bring to this role? I involve myself with great passion in everything I do. Working under pressure has never bothered me, but has always been an incentive. And this can be seen from the fact that I was able to complete an important project before the deadline. And yeah, I would also consider myself a real team player. How do you handle unfair criticism in the workplace? I think many different characters in large companies are not uncommon, and that's good because it stimulates discussion. What counts for me is that everyone fights in the same cause,
And for me, that includes compromises as long as it's not a one-way street. Abschließend geben wir dir ein paar Tipps, die für ein erfolgreiches Überstehen des englischsprachigen Teils hilfreich sind. Sei nicht zu kritisch mit dir und deinen Sprachkenntnissen. Entschuldige dich beim Umswitchen auf Englisch nicht für ein mögliches schlechtes Englisch deinerseits. Übe die Begrüßung und Verabschiedung sowie Antworten auf gängige Vorstellungsgesprächsfragen auf Englisch bereits im Vorfeld. Vermeide Umgangssprache wie gonna oder ain't. Verinnerliche gängige Vokabeln aus der Branche. Wiederhole wichtige Grammatik und Zeitformen. Lies und höre in deinem Alltag vieles auf Englisch, wie zum Beispiel Filme, Serien, Podcasts und Literatur. Kommen wir zu unserem Fazit. Wenn du dich sowohl auf dein Gespräch auf Deutsch als auch auf Englisch einstellst und den englischen Part so führst, wie du es auch auf Deutsch tun würdest, dann wirst du die Personaler mit Sicherheit von dir überzeugen. Am wichtigsten ist dabei die Vorbereitung. Darauf sollst du stets den Fokus legen. Für weitere Tipps rund um das Thema Vorstellungsgespräch empfehlen wir dir unseren Vorstellungsgespräch-Online-Testtrainer. Den haben wir dir auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Hier findest du jetzt auch noch die gesamte Playlist zum Vorstellungsgespräch mit vielen weiteren interessanten Themen. Gerne beantworten wir dir deine noch offenen Fragen unten in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass uns einen Daumen hoch. All the best and good luck, dein Plakos-Team.